Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Grounded, unser Spiel. Ja, heute habe ich vor, erstmal einen Satz oder mehrere Sätze, die ich letztes Mal gemacht habe, zu dementieren. Denn ich hatte gesagt, Marienkäfer zum Beispiel, da möchte ich eigentlich nicht die verhauen. Und das hier sieht momentan ja etwas anders aus. Und zwar der Marienkäferbrocken und ein Marienkäferkopf, den ich hier habe. Ja, die Sache ist die, ich würde sagen, das Spiel erfordert, dass wir genau das tun. Also muss ich meine Strategie ändern. Und wir werden auch Marienkäfer und so weiter verhauen. Widerstrebt mir zwar ein bisschen, aber egal. Und ich werde euch natürlich auch zeigen, wie wir das gemacht haben. Also ich. Und das sieht dann so aus. Da ist er noch lebendig und das laden wir jetzt mal schnell. Denn ich habe auch in den Kommentaren gelesen von Marcel. Danke Marcel für die Kommentare. Am besten wäre es eigentlich mit Pfeil und Bogen. Allerdings geht es hiermit auch. Denn das hatte ich schon ausprobiert, bevor ich deinen Kommentar gelesen hatte. Na komm. Ja, tut mir auch leid, ich mag das eigentlich nicht. Denn ich habe das Ganze schon einmal, ein zweites Mal gemacht, um herauszufinden, ist das ein zufälliger Drop oder ist das schon klar beim Spawn. Und dann nehmen wir den jetzt mal auf und wir haben den mal, ups, Marienkäferkopf. Das heißt also, beim Spawn ist schon klar, dieser Marienkäfer wird auf jeden Fall den Kopf auch spawnen. Und mal gucken mit der Zeit, vielleicht kriegen wir ja auch raus, ob das irgendwie von vornherein zu sehen ist. Also, wenn wir den Kopf unbedingt brauchen. Bringt uns das was? Okay, so. Als nächstes, ich habe Trinken besorgt. Das hatte ich zwischendurch schon mal gemacht. Und ich habe mich auch ein bisschen umgeguckt, deswegen ja auch die Sinneswandlung sozusagen. Wir werden also auch anderes, ja, andere Insekten zwischendurch verhauen. So, jetzt ein bisschen Orientierung. Was wollte ich als nächstes machen? Ach ja, was ich nebenbei auch noch gemacht hatte. Wie gesagt, vor den Kommentaren. Den Saftsammler habe ich auch schon an die Wurzel gebaut. Funktioniert super. Allerdings, ja, Saft steht dran und Harz ist es eigentlich. Das heißt, wir können es ja eh nicht trinken. Momentan noch ein bisschen sinnlos. Naja, nicht so dramatisch. Was soll's. Aber wir wollen natürlich jetzt auch noch analysieren. Denn der Marienkäferkopf wird uns ja auf jeden Fall auch wahrscheinlich wieder neue Blaupausen geben oder Rezepte. Je nachdem. Moment. Da muss ich hin. So. Ja, so langsam wird es auch, dass ich mich hier ein bisschen besser orientieren kann. Klar, natürlich, umso öfter man es sieht, umso leichter wird es natürlich. Und dementsprechend habe ich natürlich auch einiges ausprobiert. Gestern, in dem Falle ist es gewesen, habe ich mich ein bisschen umgeguckt und ich habe den Petey total vergessen. Ich habe noch irgendwas anderes im Kopf gehabt und dementsprechend was anderes gemacht. Und jetzt werden wir mal analysieren. Hab den total vergessen und was haben wir denn da? Eine Insektenaxt. Juhu, genau, das ist doch prima. Die will ich haben. So, das haben wir getan. Was brauchen wir für eine Insektenaxt? Kann ich eigentlich damit machen? Gut, das wird wohl für irgendwas zum Herstellen sein. Also essen können wir es ja nicht. Obwohl Brocken hört sich ja eigentlich danach an, aber egal. Und jetzt gehen wir mal in Herstellen. So, wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Insektenaxt. Ach hier. Bei Hacken. So. Also hier steht auch Römisch 2. Ich würde sagen, das bedeutet wohl, ja, ist eben halt besser. Mal gucken, den Schaden vergleichen. Oh ja. Oh ja. Allerdings in der Geschwindigkeit ändert sich nichts. Wie schade. Gut, was brauchen wir? Bombardierkäferbrocken und Seidenseil. Ja, das ist nämlich das nächste Seidenseil. Wie stellen wir denn sowas überhaupt her? Mal gucken. Ein Spinnrad. Ja. Und da brauche ich Ton für und Ameisenbrocken. Ameisenbrocken müsste ich noch haben. Wir geben mal schauen. Auf geht's. Nein, ich verhole dich nicht. Nein. Komm mit, kommst du raus. Alles gut.
So. Mal gucken. Da werden wir nämlich auch gleich noch... Ups, ups. Wo habe ich den noch gleich aufgehangen? Da ist er. Da ist er. Ja, ich kann hier gar nichts entnehmen. Wieso kann ich nichts entnehmen? Tja, nichts drin oder was? Doch. Hoppala. So, also wie es aussieht, muss ich hier drauf. Und dann haben wir da unten den sogenannten Saft. Einen Moment. So. So geht das doch besser. Ja, das sieht auch schick aus hier. Und bevor noch jemand auf die Idee kommt, ich mache hier Content Stretching. Auf geht's. Nein, das will ich natürlich auf gar keinen Fall. Auf jeden Fall habe ich mich hier ein bisschen umgeschaut. Und deswegen falle ich natürlich auch ins Wasser. Ganz toll. Hat sich das Blatt verändert? Ich denke doch nicht. Nö. Geht. Und los. Okay, Moment. Ameisenbrocken, das müsste da sein. Ja, 7 Stück haben wir. 4 haben wir jetzt rübergenommen. 4 war das. 4? 4. Ja. So. Da kommen wir der Sache doch schon näher. Jetzt brauchen wir noch den Ton. Ach, grobes Seil auch. 4-mal. Haben wir doch auch da, oder? Ja. Haben wir auch. So, mit Shift und Linksklick kann ich alle rübernehmen. Okay. Will aber eigentlich gar nicht alle. Ah. Und mit Rechtsklick, dann brauche ich nicht doppelklicken. Also wenn ich Shift und Rechtsklick mache, dann kommt gleich das, ja, gewünschte rüber. Ins Gepäck und andersrum. Okay. Also grobe Seile haben wir jetzt auch 4-mal. Sehr schön. Wo kriege ich jetzt den Ton her? Das ist ein riesiges Problem. Ton. Wo könnte das sein? Also ich weiß nicht, wo ich den Ton herkriege. Aber ich nehme an, nicht in dem Gebiet hier. Aber ich habe auch noch keinen gesehen. Was haben wir hier noch? Jobsan, okay. Okay, dann muss ich das wohl zurückstellen. Okay, also bis ich das bauen kann, wieder zurücklegen. Was soll's. So. Dann Linksklick und... Ja, Shift und Linksklick. Alles schön. Ja. Das funktioniert. Ach so, das kann ich auch wieder rüberlegen. Dann kann ich das auch wieder rüberlegen. Ach, das brauche ich ja nun gar nicht, oder? Ja, und was ich noch rausgefunden hatte, deswegen das mit dem Pete, dass ich ihn vergessen hatte... Es sieht so aus. Ich habe ihn vergessen und das bestimmt eine Stunde. Normalerweise wären wir in der Zeit ja auch schon verdurstet. Bin ich aber nicht. Warum? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, meine Trinkflaschen waren leer. Mein Essen war aufgebraucht. Und dementsprechend... Er ist nicht verdurstet und nicht verhungert. Komischerweise, aber okay. Finde ich ja gut. Was macht das eigentlich hier? Das gehört doch hier gar nicht hin. Egal. So. Aber jetzt müssen wir trinken. Ich lasse es jetzt mal drauf ankommen. Mal gucken, was passiert. Nimmt er sich sein Trinken alleine? Oder muss ich nachhelfen? Denn das ist ja schon schön zu wissen. Muss ich mich kümmern, wenn ich Wasser oder Saft dabei habe. Und ja, genau. Den hier habe ich zwischendurch auch gebaut. Ja, trinken würde ich gerne, aber da ist nichts drin. Was machen wir jetzt? Tja, gute Frage. Da weiß ich nicht, wie ich Wasser reinkriege. Da steht ja auch nicht, dass wir da irgendwas machen können. Bevor ich hier weiter rumrenne. Einmal noch. Ich bin auch da hinten gewesen, habe mich da mal umgeguckt. Und ja, wie soll ich sagen? Schick. Ich glaube, da werde ich eine Basis einrichten. Das sieht nämlich gar nicht so schlecht aus. Und ich werde mir jetzt auch noch Wasserläuse und Kaulquappen holen. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Und dafür gehen wir mal in die Ansicht. Leider können wir nicht schneller schwimmen. Nur den Zoom verändern. Und komm raus. Hoch, hoch, hoch. Ja. Das lässt sich nämlich ein bisschen schwer erkennen hier in der Ansicht, finde ich. Aber hier sehe ich auf jeden Fall momentan keine Insekten, Kaulquappen oder ähnliches, was sich unter dem Wasser befindet. Das müssen wir auch noch ändern.
Ja, ich weiß, meine Keule sieht auch nicht so gut aus. Die müsste ich noch reparieren. Auf jeden Fall. Pfeil und Bogen werde ich auf jeden Fall auch noch herstellen. Allerdings, wie man sieht, mit dem Marienkäfer, ich brauche es nicht unbedingt. So. Also zumindest jetzt nicht für den Marienkäfer. Was mache ich jetzt? Trinken oder nicht trinken? Beim letzten Mal ist er doch auch nicht gestorben. Dass es drauf ankommt. Erstmal rein hier ins Wasser. Raus, raus. Komm ich da hoch? Ja, na klar. Bin ich ja schon einmal, muss also gehen. Ich lasse es drauf ankommen. Ich lasse es drauf ankommen. Nein, lasse ich nicht. Ein. Nein, nein. Nein. Trinken. Trinken. Da. Don't even need to boil it. Uff. Am besten gleich noch einmal. Ich meine, eigentlich hat es ja funktioniert. Warum? Naja. Lass ich das mal lieber. Und. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich müsste eigentlich das Menü nehmen. Und. Wo ist es? Das. Da. Ah, ich habe Klebeblatt nicht dabei. Schade. Naja. Obwohl. Genau. Das probiere ich mal aus. Ich denke mal, das wird nicht funktionieren. Ich kann es ja nicht benutzen. Nee. Okay. So, auf jeden Fall haben wir hier noch ein weiteres Labor. Leider habe ich nichts zum Analysieren, aber wir haben hier eine Kassette. Prominent Practical Technologies, Dr. Wendell Tully, Science Division, Log 88.05.29G. Or is that H? H for safety. Final evaluation tests of the spacer are going well, though I have noticed some minor errors in transcription where a non-trivial number of particles are not being conserved. I have observed no ill side effects, but making a note to check that later. Making a note! I'm still annoyed by Dr. Klein's attitude at the barbecue when I confided in him about my success. He was arrogant, as always, dismissing my breakthroughs in covalent spacing reduction, questioning the very use of shrinking technology. What a ridiculous lack of vision. World hunger, overpopulation, global warming, just the tip of the iceberg. Hey, ja, das mit dem Schrumpfen hat ja offensichtlich funktioniert. Also die Technologie von ihm funktioniert. Ja, ob das so eine tolle Idee ist mit der Klimaerwärmung, ich bin mir da nicht so sicher. Okay. So, dann werde ich hier auch noch ein bisschen Spinnseil besorgen. So, lauf, lauf, lauf. Was? Ah, essen muss ich auch wieder. Ja, habe ich denn noch was dabei? Ich dachte eigentlich, ich habe was dabei. Ah, nee, haben wir nicht. Gut, dann nehmen wir doch das. Kann ich jetzt nicht? Wieso? Wieso nicht? Na gut. Moment. Ach, das geht gar nicht. Nein. Verwechselt. Okay. Dann will ich doch mal hoffen, dass das hier auf die Schnelle funktioniert. Denn dieses grüne Zeugs, dessen Name mir gerade nicht einfällt, ob ich das hier auch finde. Wenn nicht, dann sollte ich zurück. Ich hätte mir was einstecken sollen. Ich habe es nämlich auf jeden Fall, glaube ich, in einer meiner Boxen. Oder Vorratskisten. Los, los, los. Hopp. Ja. Kommen wir schneller voran. Auf jeden Fall... Ah ja, da. Das sollte... Doch, ich denke, das sind Kaulquappen. Ja, aber nicht so lange unter Wasser bleiben. Vielleicht nicht so gut die Idee. Ups, bin ja schon oben. Schwimm und lauf. Moment. So. Halt, hier lang, da. Moment, Essen. Habe ich das nicht da hingetan? Ja. Gut. Okay. Wir haben wieder zu essen.
Moment, halt, 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 halt. Halt, die hier kommen auch noch rüber. Weil, was auch immer damit zu machen ist, vielleicht können wir das irgendwann. Auf jeden Fall gehe ich jetzt nochmal ins Inventar. Denn das mit der Axt, das ist irgendwie gerade, ja, so langsam möchte ich die doch repariert haben. Hab sogar beides dabei, sehr schön. Gut, wieder völlig in Ordnung. Ja, sehr schön. Und Kaulquappen, jetzt. Da fällt es mir wieder ein. Ja, ich nehme immer so viel vor. Möchte euch so viel erzählen, beziehungsweise auch mit euch machen. Ich kann den gar nicht hauen. Wieso kann ich den nicht hauen? Unter Wasser kann ich nicht hauen. Und vielleicht brauche ich dafür Pfeile und Bogen. Naja, die tun uns eigentlich auch nichts, aber was soll's? Dann. Tja. Die Flöhe greifen uns unter Wasser an. Ich kann nichts tun. Das ist schade. Dann lassen wir das mit den Flöhen sein. Schade, wusste ich nicht. Hm. Dann nehmen wir als nächstes. Kann ich hier hoch? Nein, das ist daneben. So. Na. Okay. So. Wir nehmen den sicheren Weg. Möchte ja auch mal ankommen. Ich werde mal schauen, ob wir einen Bombardierkäfer jetzt kriegen. Moment, Essen haben wir immer noch nicht gemacht. Seht ihr schon wieder. Während des Erzählens und Machens schon wieder vergessen. Ist natürlich auch nicht gut. Den Bombardierkäfer, da brauchen wir bestimmt auch irgendwas zum Analysieren. Den trinken wir am besten auch gleich, oder? Macht das jetzt Sinn? Nee. Nee. Ich nehme das mit. Oder? Ja. Na klar. Genau. So. Gut. Auf geht's. So. Wo hatte ich die Bombardierkäfer doch gleich noch gesehen? Das war da in der Nähe, wo auch diese Gaswolke ist. Und die Gaswolke war wo? Doch gar nicht hier in der Nähe, oder? Die Karte. Stimmt. Okay, Bombardierkäfer fällt aus. Da sind wir zu weit weg. Würde ich behaupten, oder? Na, heute lasse ich ganz schön viel ausfallen, ne? Nee. Doch, das machen wir. Wir gehen da los und sehen mal zu, dass ich einen kriege. In der Hoffnung, dass das auch funktioniert mit meiner Ausrüstung. Da ist noch ein Marienkäfer. Ja, tut mir leid, aber ich muss. Ich will das auch nicht. Ich will es auch nicht. Also, komm schon. Na. Und? Komm. Was passiert? Was passiert? Mal gucken. Er ist gleich hin. Also wenn wir ihn vor uns her treiben, dann funktioniert das auf jeden Fall schon mal gut. Ah, tut mir leid, echt. Ah, Marienkäferkopf. Okay, dann habe ich heute den Tag der Marienköpfe wahrscheinlich. ja. Jetzt bin ich hier natürlich durch die Gegend gewieselt. Ohne jetzt noch zu wissen, wo ich hin muss. Das ist sehr schade. Bedeutet, wir gucken nochmal auf der Karte. Bombardierkäfer hatte ich doch aber auch hier in der Nähe von den Ameisen gesehen. Ja, das ist ja in der Nähe. Okay, dann laufen wir da mal hin. So. Die Ameise lassen wir da mal schön in Ruhe. Das muss jetzt nicht sein. Was ist eigentlich mit den Pilzen hier? Okay. Wir können die auch umhacken, aber ich brauche die zwei scheinbar. Okay. Worauf ich nicht so scharf bin,
Das trinken wir direkt. Ja. Worauf ich nicht so scharf bin, ist eine Radnetzspinne oder eine Wollspinne. Ich hoffe, das funktioniert. Denn mal ohne ist ja auch schön. So. So, ja. Dann haben wir es ja schon fast geschafft. Jetzt habe ich aber nicht die Ameisenrüstung an. Das heißt, sie werden uns auch angreifen. Und wird da schon wieder dunkel? Ah! Okay. Lauf. Ja, heute laufe ich dann doch mal lieber nochmal weg. Warum? Ganz einfach. Bisschen. Nein, doch, alles klar, die machen wir. Komm. Okay. Ah. Mein Fehler. Okay. Gut. Uff. Alles klar. Essen. Worse than my mom's Brussels sprouts. Was ist das hier eigentlich? Ach so, kräftiges Unkraut. Ja, nee, das können wir ja sowieso nicht umhacken. Da fehlt. Oh, weg. Wo ist mein Zelt? Wo ist mein Zelt? Da hinten. Da muss ich hin. Ja. So, komm. Denn. Nein! Wieso umstellen? Was? Ach so, ich bin da. Nein. Alles klar, jetzt hier. Benutzen Spawnpunkt. Jo, man kann die wissen, besser ist das. Schlafen können wir noch nicht. Es ist aber ziemlich neblig und das gefällt mir eigentlich so gar nicht. Nee, noch eine Ameise brauchen wir jetzt wirklich nicht. Wo gehe ich lang? Da. Und rüber. So, jetzt wollen wir mal schauen, dass ich auch in der richtigen Richtung bin. Da kommt wieder diese Gaswolke, wie es aussieht. Das kann ich jetzt auch nicht gebrauchen. Aber irgendwo hier waren noch die Bombardierkäfer. Komm schon. Wo sind sie? Ja, wenn man sie braucht, dann findet man sie nicht. Oh nein. Na, die Bienenrüstung, das machen wir auch ein anderes Mal. Das würde ich gerne live machen. Und zwar mit dem Marcel. Ah, da sind sie doch. Ja. Hauptsache, hier ist keine Wespe. Aha. Denn wir wollten nämlich auch mal den Multiplayer ausprobieren. Ja. Noch eine? Nein, das ist eine Wespe. Nein. Was macht die Wespe da? Oh. Okay, dafür brauche ich auf jeden Fall Pfeil und Bogen. Das funktioniert so nicht. Gut zu wissen. Und jetzt darf ich auch noch meine Tasche holen. Naja, zum Glück haben wir die Richtung. Also Jay, nächste Aufgabe. Du weißt Bescheid. Wir brauchen die verbesserte Axt und wir brauchen auf jeden Fall Pfeil und Bogen. Bedeutet, wir werden jetzt ein bisschen schon mal die Pfeile besorgen. Also die Stacheln von... Na, jetzt stecke ich hier fest. Die Stacheln von den Disteln. Tja, Leute. Das machen wir so nicht. Okay. Ich habe verstanden. Was brauchen wir denn eigentlich für Pfeil und Bogen? Also, für Pfeil ist klar, aber der Bogen. Der Bogen. Da sehe ich auch noch eins, das heißt, es muss auch noch einen besseren geben. Okay, Pfeil ist klar. Milbenpelz müsste ich noch in den Kisten haben und mindestens 5 Dieselstacheln für einen? Nee, dann aber bestimmt auch 5 Pfeile. Und da brauchen wir Sprösslinge, Fliegenpelz sollten wir haben und grobes Seil. Alles klar.
Moment, nochmal Kontrolle. Ja. Sprössling. Und auf jeden Fall Pflanzenfasern nehme ich auf dem Weg auch noch mit. Gut. So. Lauf, lauf, lauf. Nein. Nein, nein, nein. Moment, wo laufe ich eigentlich hin? Da. So. Ja. Oh, ich dachte, ich falle da rein. Und darüber. Lauf. So. Da haben wir doch schon mal Sprösslingen. Ich müsste auf jeden Fall welche in der Kiste haben, aber ich nehme die auf jeden Fall mit. Wenn sie schon mal da sind. Da haben wir eine Rattenspinne. Die geht vor. Hinter mir, nein. Lauf. Ich vermute, das ist eine Wolfsspinne. Deswegen laufe ich lieber. Wenn ich sie frontal sehe und entscheiden kann, dann ist das besser. Das ist... nein, 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 nein. Und hier haben wir noch mal was zu trinken. Wenn wir schon mal sehen, warum nicht. Und den Sprössling hole ich mir auch gleich noch. Sprösslinge? Zwei? Ja, das sind zwei. Und Pflanzenfaser. Nur um sicher zu gehen. Brauchen wir noch... Ja, wir nehmen es mit. Okay. Denn ich brauche auch ein bisschen Übung in dem Handling hier. Muss ich ganz klar sagen. Ach so. Ich habe die falsche. Dann. Die andere ist voll mit Wasser, oder? Ich stehe hier ein bisschen ungünstig, glaube ich. Wo ist jetzt wieder... Wo ist die zweite Flasche? Ach so. Das ist... Tja. Okay. Ja, okay, okay, okay. Es geht nicht. Alles klar. So. Da müssen wir hin. Und... Lauf. Oh. Ja, es ist schon ziemlich spät. Aber ja. Oh, hoppala. Nehme ich mir eine Fackel raus? Ja, ich würde sagen, ich nehme eine Fackel. Und da ist es. Wie? Na, 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 na. Und nochmal Pflanzenfaser. Hui. Ein Eichelbrocken. Wenn wir ihn schon sehen, warum denn nicht? Einfach mal mitnehmen. Und kommt schon. Da lang. Hops, 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 hops. Haben wir hier natürlich keine Sprösslinge. Aber, wie gesagt, ich müsste welche haben. Ist also nicht dramatisch. So. Ups. Ja. Okay. Also, was war das doch gleich? Sprösslinge, wie viel habe ich? Vierer habe ich. Wir legen mal alle rüber. Und was war das? Milbenpelz und Fliegenpelz. Pelz, nicht Pelz. Habe ich Pelz gesagt? Da haben wir auch genug. Sehr schön. Dann brauchen wir noch das. Dann suche ich mir gleich auch noch
eine Distel, würde ich sagen. Nein, nicht dahin. Ich wollte doch herstellen. Was wollte ich denn herstellen? Die kann ich natürlich noch nicht. Den Bogen. Da. Ja. Den können wir schon mal herstellen. Beile habe ich nicht genug. Also beziehungsweise noch keine. Okay, den haben wir schon mal ausgerüstet. Moment, wo haben wir... Was? Nein. So. Ich habe nur einen Distelstachel. Gut. Die lasse ich da. Die können wir weglegen. Gleich ein bisschen sortieren hier. Moment. Ah, jetzt. Ja, Trinkflasche. Die ist gefüllt mit einer anderen Flüssigkeit wie diese. Also wie es aussieht, kein Wasser, weil dann wäre es ja blau. Und jetzt das darüber. Und das auch. Das brauchen wir auch nicht mehr. Und wo damit? Ah, das können wir doch. Ja. Eine Distel, ich werde die wohl kaum finden im Dunkeln. Mal schnell den Peach schlafen schicken. Ja, das Spawnpunkt wieder hier. Tiny Pete's ready for some tiny rest. So. Auf geht's. Zack, zack. Ich will auf jeden Fall noch die Pfeile herstellen. So. Ist das da hinten etwa auch eine Distel? Ich habe doch Disteln genau in der Nähe von einem Radnetzspinnen. Ja. Da ist eine Distel. Oh, Moment. Der Bogen nutzt mir ja nun gar nichts. Und... Sprösslinge nehmen wir... Nein, ich habe noch genug. So. Da bin ich gar nicht erst hochgekommen, also... Versuche ich es hier, oder? Ich versuche es mal da. Oh, nein, das war nichts. Wie komme ich da am besten hoch? Na. Hey, ich bin doch da schon mal hochgekommen. Andere Ansicht, vielleicht geht's so. Nee. Wieso komme ich da jetzt nicht hoch? Versuchen wir es mal von hier. Tatsächlich, es klappt gut. So. Na. Heute ein bisschen grobmotorisch, was? Und da brauchen wir noch. Solange ich dran komme. Na, das nicht mehr. Was war das? Ich sehe nichts. Ach so, okay. So wie es aussieht, brauchen wir da sowieso viele von. Und dann werden wir doch mal vorsorgen. Ja. Na, komm. Nee, das geht so doch besser. Oder? Ja. Ah ja, bevor ich es vergesse, Marcel, ich habe deinen Kommentar ja gelesen. Ich habe auch angefangen, den zu beantworten. Bin dann abgelenkt worden, habe was anderes gemacht. Ähnlich wie bei dem Pete, dass ich den vergessen habe. Und habe dann den Rechner runtergefahren, war schon spät. Und ja, wie soll ich sagen, das Problem ist halt, dann ist es weg. So, das nehmen wir auch noch mit. Und ja, sehr schön. Trinken. Nein, nicht die Fackel. Wieso holst du mal die Fackel raus? Das gibt's doch gar nicht. Geht damit. Ist sowieso schon fast verbraucht. Moment, halt. Brauche ich die Werkbank? Ich denke nicht für den Pfeil oder die Pfeile. Was brauche ich dafür eigentlich? Ja, Pfeile auf jeden Fall. Blütenblatt. Hey, die habe ich doch auch.
kann ich denn damit? Ein Pfeil, der Insekten anlockt. Na, das ist ja spitze. Einfache Pfeile mit einer Distelspitze und Milbenpelzbefiederung. Umweltfreundlich zur Mehrfachverwendung geeignet. Oh, das ist schön. Ja, wir können die also wieder uns zurückholen. Ja. Moment. Moment. Wo ist der Fehler? Ah ja, Milbenpelz. Ja, das hatte ich ja abgelegt. Ah, okay. Also doch, Base. Ab in die Base. Dann mal gucken, ob wir die Kaulquappen wenigstens damit kriegen. Oder? Milbenpelz haben wir da. Ja. Ah ja. Gut. Und ja, wir können es herstellen. Einmal und auch zweimal. Sogar noch einmal. Sehr schön. Und die stelle ich mal so oft her, wie es geht. Jo. Gut. Moment, wo lege ich jetzt... Das ist noch leer. Wie, drei? Achso, drei habe ich noch übrig. Ja, da das für die Pfeile ist, würde ich sagen, lege ich die hier rein. 20 Pfeile haben wir. Und davon nehmen wir mal 5 mit. Jo. Der Rest lassen wir hier. Ich denke mal, wir werden auch zwischendurch welche verlieren oder so. Und legen wir das auch noch ab. Das habe ich vergessen. Ja. So. Ja, das ist sehr hilfreich hier, der Tipp. Mit Shift und Linksklick. Das kann ich auch ablegen. Denn Spinnenseide, das wird noch nichts. Oder wie heißt das hier? Netzfaden, genau. Spinnenseide wird noch nichts. Noch irgendwas? Ah ja. Halt dahin. Ja, wir sind heute viel in der Tasche. Nein, das lasse ich hier. Nein, nein, nein. Wir sind heute viel in der Tasche. Und haben allerdings auch einiges geschafft. So ist das ja nicht. Oh, was kann ich denn austauschen? Die Fackel tausche ich aus, ja. Das heißt nicht austauschen an sich, sondern den Bogen. Wo ist er? Da. Den Bogen, würde ich sagen, lege ich da drauf. Ne, das hier, das ja, kann ich eh nicht gebrauchen. Sehr schön. Dann tauschen wir das hier aus. Was? Das geht nicht. War das so? Okay. Was? Wieso habe ich jetzt die Trick... Achso, ja. Wollen wir mal gucken, wie das funktioniert. Machen wir mal einen Probeschuss. Wir machen einen Probeschuss. Was? Schon wieder? Ja, okay, okay, okay. Pete, kein Problem. Machen wir gleich. Und... Nein, ich nehme das lieber. Ja, genau. Dann habe ich wieder einen frei. Falls ich was finde, dann kann ich das da wieder reintun. Machen wir mal einen Probeschuss hier. Kann ich zielen? Ja, nur mit meinem Visier. Also meinen Zentrierpunkt meine ich. 35 Pfeile. Ja, aber die habe ich nicht alle dabei. Mal gucken, wie lange bleibt das so? Ah, okay. Nein, wir können auch unter Wasser nicht schießen. Also, die Frage ist auch geklärt. So. Dann wollen wir doch mal... Jo, schieß mal da drauf. Aha. Okay. Schade, ich hätte jetzt erwartet, dass der da stecken bleibt. Aber ist einfach nur durchgeflogen. Nein, da liegt er doch. Ah, sehr schön. So. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Nehmt noch ein Abo mit, wenn ihr noch nicht habt. Kommentiert. So wie der Marcel. Wunderbar, hervorragend. Ich freue mich jedes Mal über die Kommentare. Muss ich noch kommentieren? Also deine Antwort, die kriegst du noch. Die kommt gleich hier nach. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.